Yo, what's good, fam? Was geht ab, Leute? Gibson TV ist wieder back. Und zwar, heute bin ich wieder mit einem mäßig Storytime da. Ihr wisst Bescheid. Ich war lang nicht mehr da mit einer Storytime. Viele haben gesagt, die wollen wieder Storytime haben. Ich komme mit einer Storytime. Heute geht es mäßig um Sachen, die mich damals passiert sind, als ich noch ein bisschen jünger war. Mäßig geht Richtung Mobbing. Ist mir auch schon mal passiert. Viele Leute denken sich halt so, ja, ey, sowas ist bestimmt nur. Passiert nur denen, wie Opfer aussehen oder sowas? Nein, Leute, es gibt wirklich es gibt kein Bild, wie ein Opfer aussehen muss oder so. Gibt es nicht. Jeder kann Opfer sein. Auf jeden Fall, die Story handelt sich schon damals, 8, 5., 6. Klasse, wo ich wieder in der Schule kam. Und damals war es halt so, dass ich halt gemobbt wurde und beleidigt wurde. Also gehört alles zum Mobbing eigentlich. Von zwei Personen. Von zwei Personen, die waren auch Kollegen. Aber nur eine Person war wirklich die mich wirklich sauer gemacht hat. Ja, wie gesagt, damals war es halt so bei mir. Ich war dick. Ihr wisst das ja. Ich war dick, klein, pummelig. Ja, der Typ hat mich halt immer Small Biggie genannt. Small Biggie, kleiner Fettsack, auch Nigger genannt. Und ich persönlich so. Hab mal geweint. Ja. Ich war damals kein Häuser, sage ich euch ehrlich. Also ich habe geweint. So, weil ich konnte nichts machen. Ich habe auch Lehrern, ich habe es Lehrern gesagt, aber haben mir eigentlich nicht geglaubt. Und meine Eltern habe ich eigentlich nie wirklich was gesagt. Eigentlich nie. Außer halt bei einer Sache, zu der ich auch gleich komme. Und ja, dann gab es halt so eine Story. Das heißt, ich habe halt, wie nennt man diese Wrestling Chips? Diese Wrestling Chips habe ich halt gesammelt und mit denen gespielt. Habe halt hier in meiner Stadt fast jeden abgezogen und auch viel verloren natürlich. Diese Wrestling Chips haben halt damals 1,50 € gekostet. Da waren glaube ich 4 Stück oder 2 Stück drin. Und ich habe mir sehr viele davon gekauft, 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 gesammelt, 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 gesammelt. Und da waren auch so welche Diamanten, nicht Diamanten, Silber, Platin und Gold waren dabei. Ja, hab ich schon gesehen, ja. Und die waren halt echt krass beliebt und man musste dann halt immer so, zum Beispiel jemand bringt seins, legt er dahin und ich bringe meins, lege ich dahin und man macht dann halt dieses Zickzack-Boom war das damals, ne? Zickzack-Boom. Und dann muss man, wer gewinnt, der darf dann halt mit seinem einen Chip draufschlagen. Wenn sich beide umdrehen, darfst du beide haben. So, wenn ich keins umdreht, bis einer gewinnt. Und ja, wenn ich eins umdrehe, darfst du eins nehmen, dann ist der nächste dran, wenn er das auch umdreht. Darf er das haben. Wenn das wieder nicht umdreht, dann darfst du wieder. Sie wechselt immer ab. Und dieser eine Typ da, der halt, also den beiden Typen, die waren halt ein bisschen älter, die gingen in die 8. Klasse, 9. Klasse, aber fast zu Ende mit der Schule. Und die haben halt gesehen, dass ich immer diese goldenen hatte und silbernen. Irgendwann mal haben die von mir die silbernen geklaut. So 2 Stück oder so. Und ich persönlich. Ich bin dann auch direkt zur Schulleitung gegangen, dass sie geklaut haben. Wieder nicht geglaubt. Und ja, irgendwann mal ging es weiter, dass sie mir wieder eingeklaut haben, so Platin. Und irgendwann habe ich versucht, die dann mal zu verstecken in den Pausen. Weil irgendwann waren die auch verboten bei uns in der Schule. Irgendwann haben die jetzt einen meiner Lieblingsdinge geklaut, das war Rubin. Rubin war nicht das höchste, aber sah am geilsten aus. Und dann, das habe ich dann wirklich meinem Vater dann erzählt. Habe meinem Vater erzählt, mein Vater ist dann mitgekommen, so dies, das. Und dann ist er zur Schule gegangen, hat richtig Terror gemacht. Und die Schulleitung hat eigentlich gar nichts gemacht. Der Lehrer hat auch nichts gemacht. Konnten gar nichts machen. Und mein Vater dachte ich auch so, ja, ey, was geht eigentlich nicht klar und so. Ah, genau. Einmal kam er sogar bei uns zu Hause klingeln. Morgens. Morgens kam der klingeln. Und hat mein Vater erzählt, dass ich seinen Chip geklaut habe. Mein Vater ist so ausgerastet und hat ihn auch wirklich angeschrien, er soll gehen. Und ja, dann kam es wieder zur Schule. Irgendwann mal, ich habe sogar ein paar Mal sogar die Schule geschwänzt, weil ich keinen Bock hatte, ehrlich. Weil nach diesen Aktionen habe ich keinen Bock mehr gehabt, zur Schule zu gehen. Bin zu Hause geblieben, mal auf krank getan. So, diese kennt ihr doch. So, und dann, irgendwann gehe ich wieder zur Schule. Dann, ich glaube, ein paar Wochen, ein paar Monate wurde er von der Schule geschmissen, weil er zu viel Scheiße gemacht hat.
ich war froh. Ich war wirklich froh, dass er weg war. Die andere, der andere Kollege hat eigentlich, war nur so drauf, weil er so drauf war. So, als er weg war, hat er mich gar nicht richtig mal beachtet und so. Eigentlich voll easy gewesen. So, dann ein paar Jahre, 4 Jahre später oder so, war ich am Bushof. Ich ging noch auf die Schule, war ich am Bushof und hab den wieder gesehen. In den 4 Jahren habe ich ihn nicht mal einmal gesehen. Nicht mal ein einziges Mal. Nicht mal ein einziges Mal habe ich ihn gesehen. Und ich dachte mir einfach so, ey, das ist ja keine Spasti. Tasche ausgezogen, hingelaufen. Ich hab dem Papp eine Bombe gegeben. Eine Bombe. Ey. Ganze Wut kam wieder hoch. Ich hab den gehauen, das gemacht. Und Leute haben mich weggezogen. Polizei kam auch dann später. Und was er bekommen hat, der hat eine blutige Nase nur eigentlich gehabt. Nur, es war krass. Und später, nachher, dachte ich mir einfach nur so, ey, was habe ich gemacht? Wirklich. Ich dachte mir einfach nur so, ey, okay, jetzt bin ich älter geworden, nach 4 Jahren, ich habe abgenommen auch, ich bin in die Höhe gewachsen, sah dementsprechend auch ein bisschen gefährlicher aus. Oder mäßig, sagen wir mal, ich hatte mehr AI, auf einmal hatte ich das Eier gehabt nach 4 Jahren. So. Ich habe mich halt verändert gehabt, war nicht mehr so schüchtern wie am Anfang. Und ja, wie gesagt, bin auf den drauf gegangen, habe den geschlagen. So, ich dachte mir einfach nur so, ey, ich musste das machen. Später dachte ich mir einfach, ey, das war der größte Fehler, den ich jemals machen konnte. Ich wurde nicht zum besseren Menschen. Ich wurde noch schlechter als der. Was er gemacht hat, dann nochmal, meins war noch schlechter. Weil ich einfach so schwach, so eine Sache, die schon passiert ist, noch so krass meine Emotionen leiten konnte. So. Weil wenn du dich von Emotionen leiten lässt, dann bist du ein schwacher Mensch. Sag ich dir so. Und ich persönlich habe mich auch bei denen dann entschuldigt, nach einem Jahr oder so. Weil, wie gesagt, ich habe den dann nicht mehr gesehen und so. Aber irgendwann habe ich mich dann bei denen entschuldigt, was ich gemacht habe dafür. Und ich bereue es bis heute, dass ich das wirklich gemacht habe. Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der auf Gewalt aus ist. Ich bin kein gewalttätiger, wie nennt man das? Gewalttätiger Mensch. Gewalttätiger Mensch. Und auch wenn du so aussiehst. Ne? Ja, so auch, genau, weißt du. Viele Leute denken immer so, ich bin voll der Kriminelle oder ich bin voll der Gewalttätige, weil ich groß bin und eine gute Statur habe. Aber ich bin kein Mensch, der auf sowas aus ist. So, ich will nur mit Lachen. Ich will nur mit Lachen, mit Leuten mich fröhlich sein. So, und ja, wie gesagt, dann habe ich mich angefangen zu entwickeln. Habe angefangen, über mein Leben wirklich nachzudenken. So, ich war jung. Ich war ja noch wirklich jung, aber ich habe schon sehr früh halt zu diesem Klick in meinen Kopf bekommen. Und was ich euch damit einfach nur sagen möchte, mir ist auch so, was euch passiert, es gibt einige von euch, denen passiert vielleicht sowas. Mir ist es auch passiert. Ich wurde auch gemobbt. Ich war nicht immer so, wie ich jetzt bin. Ich war nicht immer so selbstbewusst. Ich habe mich nicht immer so krass geliebt, wie ich mich jetzt liebe. Und ey, by the way, ich liebe mich so krass. So, einige Menschen verstehen das nicht, aber man muss sich lieben. Man muss sich lieben, weil wenn du dich wirklich liebst, dann kann jeder was sagen, was er möchte. Nichts dringt in dich ein. Du bist zu stark für die. Du bist zu stark einfach für die. Vertraut mir. Ehrlich. Dieses Selbstbewusstsein, was ihr haben müsst. Ihr müsst euch wirklich selbst lieben. Keiner kann euch was sagen. Und was ich einfach damit also auf den Weg geben möchte, ist einfach, vertraut mir einfach, wenn ihr Opfer seid und dass Leute euch wirklich mobben oder euch beleidigen, abziehen, egal was. Leute, ich kann euch, das meiste, was euch passiert, ist mir auch passiert. Vertraut mir. Redet mit Menschen, redet mit deinem Bruder, redet mit deiner Schwester, mit deinem Vater, deiner Mutter, deinem Onkel, Tante, Oma. Redet mit den Lehrern, geh petzen. Vertraut mir, geh petzen. Jukka. Selbst wenn später die ganze Klasse sagt, boah, du bist voll die Petze. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Es muss euch egal sein. Weil die Person muss aufhören mit so einer Scheiße. Es gibt manche Menschen, die sind, ich war schwach. Es gibt manche, die sind noch schwacher als ich gewesen. Oder sind jetzt schwacher. Vielleicht sind einige vielleicht unter meiner Community jetzt, sind schwach, schwach, sehr schwach. Aber ihr dürft euch niemals leiten lassen, weil dann kommt Depression. Dann kommt Selbstmordgeschichten. Ich möchte aber darauf gar nicht eingehen, weil das ist keine Sache, die
die wirklich nennenswert ist. Ja, genau. Wirklich, ihr dürft niemals über solche Sachen nachdenken. Nicht mal eine Sekunde, wirklich, über solche Selbstmordgedanken. Nein. Das ist das Schwächste, was es gibt. So. Die Menschen, die sich wirklich umbringen gehen und so, das ist minimalste Schwäche. Und ein Mensch ist eigentlich stark. Vom Kopf her müsst ihr einfach nur stark sein. Denkt euch einfach nur, diese Menschen, die das machen, die euch mobben, die haben Selbstprobleme, vertraut mir. Die lassen so bei euch raus. Diese Menschen haben selbst Probleme zu Hause oder sonst irgendwo und lassen es nur bei euch raus, weil die sehen, oh, okay, ey, der, boah, ich muss bei dir rauslassen, dies, das. Diese Menschen, die euch mobben, sind noch schwächer als ihr. Vertraut mir. Die sind schwach. Also, geht niemals zur Gewalt rüber oder so etwas. Geht petzen, geht reden mit Leuten, aber wenn die Person das mit euch macht, seid stark, ignoriert die. Weil das ist ein Zeichen von Stärke. Stark im Kopf. Vertraut mir. Weil dann seht ihr, Kindes kann euch mal runterbringen. Und dann seid ihr auch stark fürs Leben. So, diese Menschen, gibt ihnen keine Aufmerksamkeit. Weil Aufmerksamkeit ist deren Futter, ist deren Essen. So, wenn ihr Aufmerksamkeit, so leben die. Das ist deren Luft. Nimmt ihnen deren Luft, vertraut mir. Also, wenn euch sowas passiert, schreibt mir, ihr könnt mir auch schreiben, Instagram, Snapchat, hier auf Dings, schreibt in die Kommentare rein, schreibt mir einfach privat, ich habe ein offenes Ohr und gebe euch gerne Tipps, aber bitte, lasst euch nicht von irgendwelchen Ottos irgendwas sagen, vertraut mir. Und jetzt zu den Leuten, die sowas machen, hier, das geht an euch, hier an euch alle, ihr seid schwach, ihr seid kleine Ottos. So sehr schwach. Minderwertigkeitskomplex, sagt ihr. Ihr habt Angst, dass ihr nicht dazugehören könnt. Deswegen müsst ihr euch so präsentieren. Cool tun. So. Was? Und auf cool tun. Ja, auf cool tun. Message, die cool, die diesen coolen Ruf haben. Als Mob, oh, der macht den fertig, der macht den fertig. Was habt ihr dadurch? Ihr habt nichts dadurch. Und ich weiß auch ganz genau, dass ihr Probleme habt zu Hause. So, überlegt einfach nur, was bringt es euch, wenn ihr jetzt andere Leute fertig macht? Ihr wisst, was ihr damit machen könnt. Stell euch mal vor, die Person bringt euch jetzt um. Dann seid ihr der Grund dazu, dass die Person sich so leiten gelassen hat von den Gefühlen, dass die Person sich das angetan hat. Könnt ihr damit leben, dass eine Person sich das antut und danach da so ist? Ich persönlich könnte sowas niemals, deswegen mache ich auch sowas. Gar nicht. Ich habe sowas gar nicht nötig. Weil ich weiß, Menschen haben eh solche Probleme. Also hört auf, Menschen sowas anzutun. Versetzt euch nur in deren Lage. Diese Menschen haben vielleicht Probleme zu Hause. Und da kommt ihr auch noch in der Schule, kommt auch noch damit. Warum seid ihr nicht in der Schule dann? Macht er so diesen Difference. Bringt den so dieses Glück in der Schule. Seid für den so da. Es gibt manche Menschen, die sind dann immer ruhig und so. Redet mit denen. Manche Menschen haben dann nicht, aber kommt, geht entgegen. Vertraut mir. Und ich sag mal so, alles was ihr macht, kommt zurück. What goes around you, comes back around you. It's true. Also Leute, egal was ihr antut, was ihr Leuten antut, ne, tut einfach nur das Gute, weil Gutes kommt auch wieder, es kommt gut zurück. Blessings, gute Sachen. So vielleicht nicht gleich im Moment kommt was Gutes, aber irgendwann passiert was. Leute, es baut sich auf, nur gute Sachen bauen sich auf. Aber schlechte Sachen kommen schlecht wieder zurück. Das war meine Story, das war mein Rat an euch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielleicht gibt es einige unter euch, die halt sowas haben. Oder vielleicht kennt ihr einige. Schickt ihnen das Video rüber. Die sollen sich das anschauen. Und sollen einfach nur denken, dass die nicht alleine sind. Oder dass die nicht die Einzigen sind, die mal in so einer Situation waren. Wenn ihr wieder so eine Story haben wollt, wie gesagt, in die Kommentare rein. Schreibt es in die Kommentare rein. One Love, Gypsy Fam. Wie gesagt, morgen checken wir mal ab, was für Namen wir euch geben können. Meine Fam Community. Let's get it poppin. Storytime ends. Wie gesagt, nicht vergessen. Könnt mir schreiben auf Snapchat und Instagram. Let's go. Peace out. One love.